Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Age of Engineering. Natürlich mit mir, eurem Sunny. Ich habe mal zwischen den Folgen doch mal eine Sache gemacht. Ich bin wieder gucken gegangen nach den Apiari-Sachen und war ganz entsetzt, dass die in der Mining-Welt noch nicht ein Stückchen vorangekommen waren. Es lag einfach daran, dass sie nicht gechunkloaded waren. Das sind sie dann jetzt. Das war auch, oh Mann. Ich bin echt so manchmal so durch, ne? So, jetzt wird es mal ein interessantes Bauprojekt. Das Ding habe ich auch noch nie gebaut und ja, wir brauchen jetzt erstmal Steel Sheet Metal. Brauchen wir gleich die ganzen 8 Stück? Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Ich habe so viel Mist dabei. Moment, ich entleere mich erstmal des Mistes. Das hier, das kann erstmal alles weg. Das auch. Das ebenfalls, das auch. Ja. Das war ein Fehler, egal, kann ich mir wiederholen. Das sollte ich bei mir behalten. Ganz kurz, die hier, die so bereiten vor, ich möchte gern den Structure Block 3 automatisieren in meinem System. Ey, es ist unfassbar, ne? Wie viel ich da unten schon stehen habe. Und es ist bald wieder alles voll hier, ne? Es ist unfassbar. Ich habe ihn schon vorbereitet. So. Damit können wir jetzt nämlich den Structure Block 3 automatisieren, weil ich würde gerne bald mal auf das Stufe 3 Solarpanel gehen. Es fehlt noch ein bisschen was dafür. Ich glaube, ich brauche noch mal ein paar mehr. Dafür hatte ich eigentlich auch noch... wo ist das, die Anleitung dafür hin? Moment. Da. Die Sachen können dafür mal da rein. Warum habe ich ein Bow dabei? Ich muss irgendwas gekillt haben, was ein Bow dabei hatte. Und unser Gunpowder ist wohl voll. Genau, der Digital Guide. Der Solar Array. So, da brauchen wir Solarzellen. Okay, das ist somit das geringste Problem. Den Structure Block, den können wir jetzt auch automatisiert herstellen. Das ist voll cool. Kann halt sein, dass da irgendwas im Hintergrund noch mangelt. Aber das muss ich dann gucken, was das ist. Auf jeden Fall nichts, was wir nicht schon mal hergestellt hätten. Und 8 Modifier Cores, das ist auch kein Problem. Er gibt einfach nicht an, dass wir natürlich das Solar-Ding brauchen, ne? Hier, den Solar-Panel-Controller, der steht halt einfach nicht dabei. Warum steht der da nicht dabei? So, und der war, glaube ich, noch mal ein bisschen schwieriger, ne? Eigentlich nicht. Kriegen wir auch hin. Okay, können wir demnächst mal machen. Können wir demnächst einfach mal machen. Wäre vielleicht ganz gut, dann jetzt sogar bald zu machen. Dann müssen wir auch das Stromnetz natürlich alles noch mal ein hochsetzen. Aber wenn nämlich hier die Sachen hier drüben dann eventuell auch noch öfter mal mitlaufen, vor allem der Arc-Furnace, der kann, glaube ich, richtig Strom saugen. Ja, der kann so richtig hart uns den Strom leer saugen. Da wäre das, glaube ich, schon gut, wenn wir den haben dann. So, jetzt aber mal die Sachen hier raus. So. Okay, fangen wir an. Der ist 5x5 im Grundfeld. Mal gucken, ob ich das jetzt so hier richtig wissen habe. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das geht da wirklich bis hier ran. Und 1, 2, 3 wäre dann hier so. Dann hätte ich gerne hier den Crucible. Dann wird jetzt hier drumherum erstmal mit den Sheets ausgelegt. Ist das richtig so? Ja, größtenteils. Ich muss jetzt noch da einen hin und hier zwei. Oh ne, der ist größer. Moment, 1, 2, 3, 4, doch 5. Okay, der geht hier einfach 4 nach hinten. So. Ja, dann stimmt's. Okay, dann brauche ich einen Block of Steel hier. Und auf der gegenüberliegenden Seite... Hä? Hier. Und?
Dann muss der hier hin. Ja, muss er auch. Okay. So. Dann brauchen wir jetzt die Steel Scaffoldings. Ich glaube, wir bringen hier unten auch fast alle 5 unter. Da. Da. Da und da. Und hier hinten kommen dann Heavy oder Light hin? Heavy. 1, 2, 3. Voilà. Und dann geht es jetzt in der nächsten Ebene weiter. Hier in die Ecke kommt ein Light Engineering Block. Richtig? Ja. Dann kommen hier... Oh, ich bin gerade in der Zeit... Verdammt, ich bin gerade in der Darstellung verrutscht. Ich muss nochmal neu bauen. Oder zumindest zum nicht unbedeutenden Teil. So, das hier muss nochmal weg. So, okay. Ich bin gerade auf eine alte Bauweise zurückgefallen. Oder habe mir halt eine alte Bauweise angeguckt. So, ich brauche die Steel Sheet Metals. Und zwar hier hinten. So. Bis dahin, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich irre mich doch. Denn hier, hier und hier. Das heißt, der hier muss irgendwo einer mittig sein, der da. Da kommt, glaube ich, ein Heavy hin. Ja. Irgendwas habe ich Mist gebaut. Wo habe ich Mist gebaut? Hier habe ich Mist gebaut, okay. Hier kommt nicht der hin, der kommt hier hin, dafür kommt hier ein Steel Scaffolding hin. Na klar, das sieht ja ein Blinder mit einem Krückstock, oh mein Gott. Und das da hinten ist ein Light oder ein Heavy? Heavy. Das heißt, der da hinten, der da fehlt, so, Heavy. Also es tut mir leid, aber ich muss da leider nach Bild gehen, das geht gar nicht. Dann kommt jetzt die nächste Reihe. Das heißt, hier kommt der Redstone Engineering Block drauf. So. Dann kommen da hinten drei Light Engineering Blöcke hin. So. Und die Heavy kommen die letzten 4. Das ist ja gut. Die kommen da und dahin. Und dann brauchen wir noch Blöcke auf Steel an dieser Stelle hier und der gegenüberliegenden. So. Und der Bereich dazwischen, der wird jetzt gefüllt mit einem Block, den ich gar nicht dabei habe. Aber ich habe den schon hergestellt. Wie heißt denn der nochmal? Wie heißt das Ding hier? Blast Furnace, genau. Und Blast Bricks oder sowas. Bricks. Wie war denn das? Blast. Brick. Ich habe die doch hergestellt. Dieser Moment, wenn man an sich selbst anfängt zu zweifeln. Ich habe die hergestellt. Ich weiß das. Da sind sie. Reinforced Blast Bricks. Mann! Ja, zum Glück ist mir noch eingefallen, dass ich sie da reingepackt habe. So, 3 Stück jeweils da rein. Ja, hervorragend. Okay. Dann kommt das jetzt sogar nochmal hier drüber. So. So. Noch ein... Nee, das ist jetzt zu lang. So. Zack. Okay. Aber da kommt noch ein bisschen was dumm rum. Und zwar Steel Sheet Metal hier hinten in die Ecken. Steel. Wo? Hä? Habe ich unten schon wieder zu viele Steel Sheet Metal verbraucht? Ja. Ja. Da kommt tatsächlich ein Steelblock hin. Richtig? Das ist halt auf der Zeichnung hier echt nicht zu unterscheiden. Okay, dann kommt hier ein Steelblock hin. Ebenso hier. So. Dann kommt da und da der Steel Sheet Metal hin.
Und hier vorne wieder dies. Okay, damit sind die halt eine durchgehende Höhe. Das macht sogar einen gewissen Sinn. Und dann hier hinten wieder die hier. Hier mal an die da noch mal eine Reihe da drüber auch. Nee, da nur noch in der Mitte. Okay. So. So. Okay. Dann brauche ich hier noch mal das Gefolding da und da. Jetzt bin ich gerade ein bisschen in den Höhen gesprungen, aber ich glaube, wir sind durch, ne? Ich glaube, ich habe jetzt alles. Wir haben alles verbraucht. Ne, es sind noch ein paar Blastbricks übrig. Ich war der Meinung, wir brauchen. Ah ja, mir fehlen genau noch die neuen. Ja, die kommen nämlich hier hin. So. Okay. Dann brauche ich jetzt wieder den Bag hier. Und da haben wir ein Hämmerchen für mich. Sehr schön. Und wo muss ich jetzt draufhauen? Probier's mal da, 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 hier, ne, da. Irgendwo. Wo soll ich draufhauen? Sekunde, ich muss jetzt kurz lesen. Right-click the cauldron. Okay. Es hat ja auch funktioniert. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass es nicht da stand. So, okay. Damit haben wir das Ding fertig. Das ist echt cool. Das Ding hat nämlich echt Wumms. Wo schließe ich da den Strom an? Hier? Sieht nicht wie Stromanschlüsse aus, ehrlich gesagt. Muss wohl so sein. Eigentlich sieht das hier wie Stromanschlüsse aus, wenn man ehrlich, mal ehrlich ist. Naja. So, hier ist der Einlass und hier ist dann der Auslass. Sehr, sehr schön. Okay. Ich habe jetzt die Dinger hier. Sehr schön. So, die muss ich jetzt, glaube ich, in einer. Moment, wo muss ich jetzt die Dings herstellen? Ach so, ich muss erstmal den eine Metal Press. Okay, aber erstmal muss ich die mal kurz kochen. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen viele hergestellt. Aber hey, damit kann ich leben. So, das da. Und zack. Oder? Naja, es sind immer gleich vier immerhin. Also ist jetzt auch nicht so mega viel. Das ist schon eine Menge, aber. Aber es geht noch. So, tatsächlich haben wir noch nicht genug, um alle drei auszurüsten. Ich glaube, die verbrauchen sich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die verbrauchen sich. Ich hoffe, weil sonst. Die sind auch nur eine Integrität von 50. Okay, kann ich mit denen nochmal irgendwas anstellen? Wie kriege ich denn eine Integrität von 100? Ah. Ich muss sie einfach an der Engineers Workbench machen, statt in der Metal Press. Ja gut, das wäre jetzt an sich nicht so schwierig. Macht das irgendeinen Unterschied für mich? Ich probiere es mal aus. So. Vielleicht verbrauchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie die schon verbrauchen, weil sonst. So, jetzt sind die da drinnen. Ich nehme an, die werden dann irgendwie kürzer mit der Zeit oder so. Ich weiß es nicht. So, und jetzt würde ich eigentlich gerne herstellen. Was wollte ich jetzt herstellen eigentlich mit den Dingen? Ich weiß, ich brauchte die für irgendwas. Wofür brauchte ich die nochmal? Ah! Moment, vielleicht sagt er mir das hier. Ah, genau, hier, für irgendwas, für irgendwas. Then you should work on the industrial blast furnace, which needs. Reinforced, increased temperature behind it. Alternately, you can use an immersive engineering arc furnace, which is a lot faster. Now you can make titanium from bauxite and chrome from rubies. Okay. Brauche ich das für das Titan oder so? Aber ich dachte, den Titanstaub, den könnte ich überall. Hier, small pile of titanium oder was das war? Habe ich den nicht hier irgendwie rausbekommen? Nee.
Moment, Bauxit. Ich gucke mir nochmal Bauxit an. Bauxit. Da, den Dust. Den Dust möchte ich gerne mit dem Electrolyzer und dann hier. Dann habe ich Titanium. Den möchte ich verarbeiten. Ah, tatsächlich, ich muss ihn. Okay, hier steht jetzt nur drin, dass ich ihn hier drin verarbeiten kann, aber ich denke mal, dann kann ich ihn auch hier drin verarbeiten. Das gucken wir uns mal an. Ich hoffe mal. So. Sonst wüsste ich jetzt gar nicht, weswegen wir den gemacht haben. So. Nicht. Ah, der hat doch gar keinen Strom. Das kann natürlich nicht funktionieren. Ohne Strom gibt es da natürlich nichts. So, dann brauchen wir nochmal den Connector und ein Wire. So. So. You cannot attach this wire here. Ach so. Stimmt. So, und bist du jetzt an? Irgendwie nicht. Wofür habe ich den jetzt gebaut? Verdammt! Ah, da krieg ich auch Chrome her, okay. Aber Chrome kriege ich auch noch woanders her. Tja, muss ich wohl doch im Industrial Arc Furnace machen, weil. Ne, hier steht doch drinne. Ich kann das machen. Titanium Dust, genau. Da bekommt er nicht von da Strom. Ist das das Problem? Dass ich den Strom irgendwo anders anschließen muss? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich guck mal ganz kurz nochmal. Power. Ah, sind tatsächlich auf der Rückseite. Wie ich gesagt hatte, es sieht fast so aus, als wären sie auf der Rückseite. Da sind sie auch. Ja, also daran lag es jetzt tatsächlich. Okay. Ich sollte mich vielleicht manchmal auf mich verlassen. Naja, meistens halt nicht, deswegen. So. Dann brauche ich hier irgendwie nochmal einen Post und einen Relay am besten. So. Post. Und Relay. So. Ja, wir werden hier sowieso noch mal ein bisschen dran rumbasteln müssen. Also kann ich jetzt das auch hier mal hinstellen. So, zack. Zack. Ha, habe ich den nicht getroffen? Ja, habe ich nicht getroffen. Okay. So, und dann habe ich hier noch einen Connector. Der kommt jetzt daran. Ich habe kein Kabel mehr. Ich hoffe, ich habe noch welche da. HV. Ja, natürlich habe ich noch welche da. Ganz ehrlich. Ach, einen Connector habe ich aber auch keinen mehr. Na gut, dann müsste ich jetzt neu bauen. So, zack. So, dann gibt er jetzt Gas. Ja, okay. Bam, wir sind fertig. Okay, super. Ging mega fix. Hat super funktioniert. Es funktioniert. Ja, geil. Damit haben wir unsere ersten Titanium-Ingots. Die brauchen wir jetzt für irgendwas Interessantes, hoffe ich. Bitte für mehr als Mixed Metal. Ich weiß, dass wir die für irgendwas Wichtiges brauchen. Hier, Highly Advanced Machine Blocks. Dafür brauchen wir die. Und die brauchen wir für. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe für mehr als Advanced Machine Casing. Weil die wären echt doof. Tja. Quantum Storage Unit. Okay, das wäre schon wieder interessant, aber das musste doch noch für mehr sein. Wir brauchten noch für Titanium, für irgendwie. Ach so, wir brauchten nämlich die Titaniumplatten. Ja, genau, da brauchen wir die dann nämlich für irgendwie ganz krasse Sachen. Genau, und vor allem für die Advanced Rocketry. Genau. Okay, dann sind wir ja schon ein bisschen weiter. Wir haben das Ding jetzt stehen. Wie gesagt, ich werde das hier nochmal umbauen.
Ob ich das halt mit den Kabeln so lasse oder ja, ich werde das nochmal, denke ich mal, ein bisschen abändern. Werd wahrscheinlich doch. Aber vielleicht machen wir hier ein Brickgebäude drumherum. Ah! Lass das. Ich mag das nicht. Aber vielleicht machen wir hier ein Gebäude aus Bricks drumherum. Und dann mache ich hier vielleicht mit Sortiermaschinen oder sowas, dass zum Beispiel halt bestimmte Sachen hier gleich reingeleitet werden und so und andere halt nicht. Vielleicht, ja, hier würde sich doch ein Brickgebäude vielleicht drumherum anbieten. Ich meine, jetzt irgendwie eine größere Menge an Erde und Wasser hier reinzukriegen, sollte mittlerweile echt für mich nicht das Problem sein. Eigentlich schon lange nicht mehr. Und dann mache ich das einfach mal. Ja. Ich glaube, wir haben sogar einiges an Bricks schon, oder? Brick. Ja, so, naja, so viel ist es jetzt auch nicht. Ich hatte jetzt mit mehr gerechnet. Aber dann könnte man das doch eventuell nutzen. Ich finde halt, Brick-Gebäude sehen halt super aus für bestimmte Sachen. Jetzt ist nur die Frage, baue ich direkt ran? Nee, ich hätte schon gerne Abstand dazwischen. Aber hier möchte ich nicht hinbauen. Muss ich das Ganze eventuell um ein Feld verschieben? Ich bin mir noch nicht so sicher. Okay, ich gucke mir das mal in Ruhe an. Jetzt heißt es aber erstmal eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja, ich hoffe, es ist interessant und wir werden weiter dem Weg folgen mit wo es uns halt auch hinführt. Du klaust mir hier Blöcke in der Umgebung? Willst du mich auf den Arm nehmen? Komm, geh drauf hier. Tschö. Euer Sunny.